Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Haul für euch und zwar war ich heute Morgen ein bisschen einkaufen und ich wollte euch jetzt gerne zeigen, was ich so ershoppt habe. Mein erstes Ziel heute Morgen war TK Maxx, dort war ich auch und ich muss sagen, ich habe dort nichts gefunden. Einige von euch haben ja zu mir gesagt, ich soll mal unbedingt bei TK Maxx vorbeischauen. Die haben manchmal echt tolle Sachen. Ich kenne TK Maxx schon sehr lange, war jetzt aber schon 1,5 Jahre nicht mehr dort. Und das, was ich heute gesehen habe, hat mir gar nicht gefallen. Sie hatten keine Auswahl und es war sehr wenig nur da und das, was da war, überhaupt nicht meins. Und ja, deswegen bin ich da schnell dann wieder rausgestiefelt und direkt nebenan ist dann ein Rossmann. Das war halt so ein Gewerbegebiet und da war ich halt da so ein bisschen rumschauen noch und dann bin ich noch in ein anderes kleines Gewerbegebiet reingefahren und da zeige ich euch auch da noch ein paar Sachen, die ich da ergattert habe. Und ja, beim Rossmann durfte eine Sache mit und zwar habe ich diese tollen Deko-Klammern gefunden, die ja momentan auch viele schon in die Kamera gehalten haben. Das sind diese hier, da sind 8 Stück enthalten und das ist so eine tolle Farbe. Die wirkt jetzt leider etwas, ja, mehr blass in der Kamera, die sind mehr cremefarben, die Rosen. Die haben jetzt 1,99 € gekostet, gibt es aktuell in der Frühlingsabteilung und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Leider war das letzte Packerl. Sie hatten noch eins in Rot da, aber das hat mir nicht gefallen, weil die Klammern auch rot waren. Das sah irgendwie nicht so ganz toll aus. Und da hier die Klammern aus Holz sind und diese Rosen ein bisschen heller sind, sieht das wundervoll aus. Und ich kann mir da schon sehr schöne Projekte mit vorstellen. Deswegen durften die mit. Und ich bin gespannt, wie sie sich verhalten beim Ausprobieren. Und ja, da werde ich auf jeden Fall mal Feedback geben. Und wenn das was ist, muss ich mir da auch noch ein paar bunkern. Das war auch schon das, was ich beim Rossmann gekauft habe. Also ich habe echt gedacht, heute Morgen, die Ausbeute ist sehr rar. Und dann bin ich in das andere Gewerbegebiet gefahren und dort gibt es Rofu. Und ich weiß nicht, wie viele Leute Rofu kennen. Das ist eigentlich ein Spielwarenladen, die früher eine große Bastelabteilung hatten. Und da war ich jetzt auch schon länger nicht mehr und bin dann rein, habe gesehen, die haben total umgebaut gehabt. Und dann stand ich schon mal, wo ich reingekommen bin, von einem riesen Frozen-Regal, also die Eiskönigin. Und das ist einer meiner liebsten Disney-Filme geworden. Und da habe ich mir erstmal so ein ganz fettes Stoffkissen mitgenommen. Das musste einfach mit, das habe ich schon in meinem Zimmer drüben, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber auch das musste mit und da habe ich mir schon gedacht, das hat sich voll gelohnt, hier allein schon reinzugehen. Habe ich mich riesig gefreut. Und dann hatte ich noch von Frozen so ein Schreibset gefunden, was eigentlich total unnötig ist, sowas. Aber ja, wenn man so ein Fan davon ist, ja, musste das einfach mit. Also mein anderer Lieblings-Disney-Film ist noch König der Löwen. Und dann hier die Eiskönigin hat es noch ganz an die Spitze bei mir geschafft. Und deswegen musste das mit. Und ich bin so ein kleiner Frozen-Sammelfan. Ich sammle auch unglaublich viele Sticker mittlerweile davon. Da habe ich mir schon von eBay unglaublich viel zusammengekauft, was ich da so mit Crystal-Stickern und was es da alles gibt, das werde ich euch in dem Sticker-Sammlungsvideo zeigen. Und ja, das musste natürlich unbedingt damit. Also wir haben hier ein Radiergummi mit Schneeflocke oder Eiskristall. Dann hier Olaf als Spitzer. Dann haben wir hier noch ein Lineal mit Christoph, Anna und Olaf, so wie es ausschaut. Und hier an der Seite könnte auch noch Sven stecken, eventuell. Und dann habe ich hier noch einen Bleistift mit Elsa und Anna. Also richtig, richtig toll. War jetzt nicht so mega günstig, hat jetzt 1,99 € gekostet, aber ich musste es einfach mitnehmen. Ich fand das so toll. Und sie hatten ja generell so Bettwäsche und Decken und sowas da. Und da musste ich mich so zusammenreißen, weil, naja, ich kann mir jetzt schlecht eine Bettwäsche mit Elsa kaufen. Ein bisschen strange, aber ich bin hin und weg davon gewesen. Dann war ich in dieser Schreibset- oder Schreibwarenabteilung. Und dort habe ich Neonklebeband gefunden, was ich sehr schön fand. Habe ich mir einmal dieses mitgenommen. Das ist jetzt Neon-Klebeband mit so einer Rolle. Ist ganz nett, hat 99 Cent gekostet. Und dann habe ich mir auch nochmal das Nachfüllpack mitgenommen in den verschiedenen Farben. Man kann ja davon auch nie genug haben. Und das hatte ich auch schon mal sehr gut. Hat beides 99 Cent gekostet und habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Nimmst du einfach mal mit. Und dann war ich in der Sticker-Abteilung. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die hatten früher so eine Mega-Bastelabteilung. Hatten sie dieses Mal nicht oder haben sie nicht mehr. Die haben ja umgebaut. Und es wurde so irgendwie so auf dem Laden irgendwie immer was verteilt. Also da waren jetzt so Schaumstoffzeug und da und dies und jenes. Und dann war so ein mega Sticker-Regal. Und ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, wirklich, ich stand davor, oh mein Gott. Und dann hatten sie auch so Sets, die hießen Spaß-Sets. Und da waren so 10 Stickerbögen für 1,99 €. Und da hatte ich mir schon wieder welche rausgekramt und gesagt, das, das, das. Und dann waren aber immer wieder Sticker dabei. Von den 10, wo mir zum Beispiel 4 oder 5 nicht gefallen haben, an den Bögen schon, habe ich mir gedacht, so, okay, das lohnt sich nicht. Auch nicht dann zum Vertauschen, weil wem bringt das denn was, wenn mir das schon nicht gefällt? Und
Ja, dann habe ich mich an die Einzelsticker getraut und habe mir gesagt, okay, guckst du da mal durch. Und ja, ich wurde fündig hier, wie man sieht. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar habe ich mir handgemachte Sticker mitgenommen. Die nennen sich Handmade-Sticker. Und zwar einmal diese hier. Die fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube, 50 Cent pro Bogen. Also teuer waren die nicht und die sind richtig, richtig toll. Dann einmal diesen Bogen. Auch richtig schön. Und dann einmal noch diesen Bogen. Der gefällt mir auch richtig gut mit dem hier. Mal gucken, was ich daraus zaubern werde. Und die hatten da so viele verschiedene Motive von. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und deswegen durfte nur das mit. Ich hatte dann auch noch in der Geschenkabteilung, also wo so Geschenke, so Verpackungen und so gibt, habe ich mir dann auch noch so zwei Frozen Geschenkpapiere mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt auch nicht. Die habe ich jetzt auch drüben schon. Und ja, die durften dann natürlich auch noch mit. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt noch so Frozen Sticker da gegeben hätte, ich glaube, dann wäre ich wirklich umgefallen. Aber leider hatten sie da also von dem nichts. Dann hatte ich als nächstes mir solche Sticker mitgenommen. Das nennt sich jetzt, ich weiß es nicht, ich habe mir so schon so ähnliche Sticker, aber größer in 3D auf Mallorca gekauft. Auch von diesem, ja, es ist keine Hello Kitty. Ich weiß nicht, ob die jetzt einen speziellen Namen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mega schnuffig. Und ja, das sind halt solche Kapselsticker. Fand ich ganz nett. Ich glaube auch 50 Cent, also teuer waren die auch nicht. Musste auch mit. Dann durfte als nächstes so ein mega schöner Sticker-Sternbogen mit. Richtig toll, 50 Cent haben die gekostet. Und schaut mal, wie die funkeln. Perfekt fürs Resin. Richtig geil. Also, das war mein Gedanke, wo ich die gesehen habe. Dann durften Sticker mit, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, die waren nämlich verbuddelt. Also, die waren ganz hinten und da waren wirklich an so einem Stickerständer, waren dann 100 Stickerbögen und ich habe mir da so mich ja so durchgearbeitet. Ich stand bestimmt eine halbe Stunde da und habe da geguckt und naja, auf jeden Fall waren die ganz hinten und waren nicht erkennbar und ich habe mir gedacht, wo ich die gesehen habe, oh mein Gott, du musst dir da welche mitnehmen. Einmal habe ich mir diesen Stickerbogen mitgenommen. Die haben jetzt alle 1,50 gekostet und die sind so wunderschön. Schaut euch das mal an. Also das ist der Oberhammer. Und davon habe ich mir einen mitgenommen und jetzt kommen die, wo ich mir dann gleich drei Bögen mitgenommen habe und zwar diese hier. Und ich finde die teilweise so vintage-mäßig, hier, der hier und der hier unten. Und ich kann mir da so wundervolle Projekte mit vorstellen. Ich konnte einfach, also die sind wirklich der Oberhammer. Solche habe ich noch gar nicht gesehen und da habe ich mir halt dann auch drei Bögen gleich mitgenommen. Wie gesagt, jeweils 1,50 ist jetzt nicht ganz so günstig, aber für die schönen Sticker richtig, richtig toll. Und die hatten dann noch so viele von diesen Bögen gehabt und ich habe mir gedacht, so, wenn du das nächste Mal irgendwann wieder hinkommst, nimmst du dir nochmal welche mit. Weil, Rofu und so sind jetzt nicht gerade nebenan, muss man auch ein bisschen weiterfahren und ja, auf jeden Fall richtig, richtig toll. Dann habe ich, jetzt fallen sie mir hier um, dann habe ich mir einen Stickerbogen mitgenommen, das sind so Puffy-Sticker und die fand ich auch ganz süß. Haben 1 Euro gekostet, hier mit so Feen und Elfen. Richtig süß. Und das sind so richtig Puffy-Sticker, also nicht so normal Puffy, sondern die sind richtig, richtig krass Puffy. Finde ich richtig geil. Dann habe ich noch einen Bogen gefunden. Ja, das sind solche. Die hat momentan Teddy auch solche, ich weiß nicht, Prägesticker nennen die sich. Der hat noch übrigens einige Sticker, die der Teddy auch hatte. Habe ich mich dort auch gesehen. Und ja, den habe ich halt da gefunden. Hat auch 1 Euro gekostet und fand ich mega süß. Hätten sie davon auch noch einen zweiten Bogen gehabt, hätte ich mir auch noch einen zweiten mitgenommen. Weil zum Beispiel das ist richtig niedlich. Und mal gucken, ob man das eingießen kann. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann durfte noch mit Stickerbogen nochmal für 50 Cent. Einmal mit Pinguinen. Auch die sind so schnuffelig. Schaut mal hier, der hier. Richtig süß. Und dann habe ich mir noch so. Ja, da hat mir auch die liebe Karina schon mal welche mitgeschickt. Solche ähnlichen. Auch richtig süß. Und dann noch einmal diesen Stickerbogen. Die glitzern auch alle. Richtig toll, gefällt mir sehr gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, heute zum Rofu zu fahren. Und das war es auch schon, was ich beim Rofu gekauft habe. Ja, was heißt, es war es schon? Es waren ja immerhin mit Kissen und Geschenkpapier, habe ich ja schon wieder 24 Euro da bezahlt. Also so günstig war es jetzt auch nicht. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Und dann war ich noch beim Teddy, weil ungefähr 3 Minuten später ist dann auch noch ein Teddy gekommen. Und ich war schon früher öfters mal bei dem Teddy drin gewesen. Und ich muss sagen, der hat mir noch nie gefallen, weil der sehr klein ist und vollgestopft.
Und ich wollte unbedingt diese Sticker haben, diese Stickerpackungen mit den Hello Kitties und mit den Disney-Prinzessinnen. Und ich war gestern schon in dem riesen Teddy, wo ich da arbeite. Der ist ja in so 10 Minuten weit, ist nämlich auch ein Teddy und der ist riesengroß. Und weit und breit war da gestern nichts von sowas zu finden. Natürlich nicht. Wenn ich komme, garantiert nicht. Und da habe ich mir gedacht, aber wenn du schon da bist, guckst du einfach mal, ob die vielleicht so ein paar 1-Euro-Sachen noch haben. Kann ja sein. Und tatsächlich habe ich noch ein paar 1-Euro-Sachen gefunden, sowie die Sticker. Und ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich zeige euch jetzt erstmal die großen Sticker. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe ganz normal bei den Stickerbögen geguckt und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Irgendwo mussten die doch haben. Das ist momentan haben die jetzt so viele Leute schon ergattert und ich krieg sie wieder nicht. Und dann bin ich weitergestiefelt und habe so geguckt und geguckt und dann stand ich vor so einer großen SpongeBob-Matte und dann habe ich mir gedacht, so jetzt hat. Und auf einmal, mein Blick ist so nach rechts geschwiffen und dann auf einmal lagen sie da. Und habe mir gedacht, so okay, ist einfach mitten so zwischen Riesenkarten. Da gibt's ja solche ganz großen Karten, so A4 oder A3 sogar schon, wo man so Geburtstagsmusik dann aus den Karten rauskommt. Und darauf wurden die einfach draufgeschmissen, total lieblos. Also war alles durcheinander. Da habe ich mir gedacht, natürlich kannst du sie nur so nicht finden. Es wird gestern wahrscheinlich auch nicht anders gewesen sein. Oder sie waren tatsächlich schon weg. Und ja, ich zeige es euch jetzt erstmal. Und zwar durfte zweimal Disney mit und schaut mal, wie riesengroß das ist. Also wie kann man das überhaupt schon übersehen? Und hier sind halt Stickerflakes drinnen. Richtig toll. Und solche komischen Kapselsticker, die will ich auch gar nicht. Ich habe mir deswegen denen gekauft, diesen Stickern und hoppla, und natürlich wegen den Stickerflakes hier. Und da ist auch noch irgendwie ein Sticker, was ist das? Moment. Irgendwie Stickerbuch, keine Ahnung drin. Aber wie gesagt, ich habe mir deswegen den Stickerflakes gekauft. Und wegen denen, obwohl ich glaube, die schon vom Action habe, aber macht nichts. Und er durfte halt zweimal Disney mit. Genau, dann habe ich hier nämlich auch noch ein zweites Mal. Die haben pro Set 2 Euro gekostet. Und dann natürlich, warum ich überhaupt da losgegangen bin, war Hello Kitty natürlich. Wo ich das gesehen habe, ich habe mich so gefreut wie so ein Schneekönig. Und zwar hier auch wieder mit diesen Stickerflakes. Hier oben sind diese, ich weiß nicht, wie man sie genau nennt, diese Sticker, die durchsichtig dann sind, wenn man sie klebt. Finde ich auch richtig geil. Und hier haben wir auch diese Sticker, die gefallen mir sehr gut. Die habe ich auch noch nicht. Und ja, diese Sticker, mal gucken, was ich mit denen mache. Also die gefallen mir jetzt nicht so gut, aber die anderen. Allein schon wegen den Stickerflakes habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das hat sich schon wieder voll gelohnt. Und auch da sind es wieder 2 solcher Sets. Wie gesagt, jeweils 2 Euro kann man nicht viel falsch machen. Durfte also auch mit. Und dann hatten sie noch diese Monster High Sets. Monster High habe ich mir noch nie angeguckt, war ich noch nie Fan von, habe ich da gelassen. Und Disney Prinzessinnen gab es schon gar nicht mehr. Das waren die letzten 2, die ich ergattert habe. Und ich glaube, Hello Kitty war noch einmal verfügbar. Und ich habe mir gedacht, okay, lass es wenigstens einmal da. Du brauchst nicht 3 Packungen schon wieder. Aber 2 habe ich mir gedacht, du musst einfach 2 mitnehmen. Dann kannst du auch Stickerflakes an jemand anderen mal abgeben, der sowas gerne möchte. Und ja, sowas ist natürlich richtig genial, wenn man Fan davon ist. Und dann war ich halt noch bei diesen 1-Euro-Sachen, beziehungsweise bei diesen Bastelsachen. Und da hatten sie echt ein paar Sachen noch für 1 Euro. Ich habe 3 Sachen noch ergattern können. Ich hatte mir gestern schon so eine Eileens Acrylfarbe mitgenommen. Und heute habe ich mir nochmal eine mitgenommen. Die von gestern, das war so ein lila Ton. Die ist jetzt in meinem Zimmer, die habe ich vergessen mit rüberzunehmen. Weil ich mir gestern dann nur so eine Eileens-Farbe gekauft habe und dann hatten sie gestern nämlich noch in der Hochzeitsabteilung endlich wieder diese Perlenbordüren, die sie ja jetzt ewig nicht hatten und die habe ich mir noch mitgenommen. Eigentlich jetzt nichts Spektakuläres. Und ja, heute durfte nochmal eine Eileens-Farbe mit und zwar ist die auf Ölbasis. Das ist die Farbe Green und das finde ich so eine schöne Grünfarbe. Hat mir richtig gut gefallen für 1 Euro und durfte halt jetzt einfach mal mit. Was mir aufgefallen ist, diese Eileens-Farben, bei uns ist es ganz oft so gewesen, dass diese Pastelltöne alle oben abgesetzt waren und deswegen habe ich die nie mitgenommen. Ich habe die schon sehr lange im Auge gehabt und jedes Mal waren die irgendwie schon halb zersetzt. Und jetzt gestern die Farbe und die Farbe waren jetzt mal nicht zersetzt und deswegen durften die mit. Und die finde ich richtig schön. Mal gucken. Ja, genau, okay. Auf jeden Fall von der Flasche sieht sie schon mal richtig toll aus. 1 Euro. Dann, wo ich mich mega gefreut habe, ich habe von Ranger, von Ute Bryce, das Ultra Trick im Bussing in Mile. Ich höre auf, das auszusprechen, das ist, ja, es bringt nichts, ich zeige es euch einfach mal. Das ist Embossing Powder von Ranger. So viel habe ich schon rauslesen können. Hier unten steht Ranger. Die hatten ja auch so viele Ranger-Produkte.
die letzte Zeit da gehabt, also beim Teddy an sich. Und ja, das ist in Boston Puderstufe, das habe ich schon rauslesen können an der Seite. Und da sind 60,5 Gramm drin, da kommt man ja auch wieder ewig hin. Also schaut das aus. Und so eine Farbe hatte ich noch gar nicht und es ist so eine peachige Farbe, also richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, wo ich die gesehen habe, die stand so ganz einsam in der Ecke und habe ich mir gedacht, was ist das denn? Habe ich geguckt, so, oh cool, Embossing, schon was drin und zu Hause habe ich das dann mit Ranger gelesen. Ja, auch ein Euro, wie gesagt, da kann man absolut nicht viel falsch machen. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Distress Stain gefunden in Victorian Velvet und ich habe mich so gefreut. Schaut mal. Tatsächlich, da habe ich ja von der lieben Bärbel eins zugeschickt bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Den benutze ich nämlich sehr oft und ich habe die seitdem nicht mehr gesehen und ich habe die noch gar nicht gesehen beim Teddy. Und heute hatten sie noch so einen vereinzelten da stehen und habe ich mir auch gedacht, gleich ins Körbchen. Genau. Und dann hatten sie halt noch diese anderen Acrylfarben in diesen kleinen Töpfchen gehabt. Und ja, war jetzt nichts Spektakuläres dabei, deswegen habe ich es da gelassen. Und ja, das waren so die drei besonderen Produkte, die mit durften. Ich freue mich riesig darüber, dass ich das gefunden habe. Und ja, reicht ja auch eigentlich schon wieder als Haul. Wie gesagt, da ist überall ein bisschen Geld drauf gegangen. Dann hatte ich mir noch beim DM, daneben, neben diesem Teddy ist auch noch im DM gewesen. Da hatte ich mir halt meine Fotokleberoller nachgekauft, also nichts Spektakuläres. Die waren nämlich auch schon wieder zur Neige. Und ja, ich habe die letzten Tage nämlich vergessen, immer nachzukaufen. Und hatte ja vom Action. Moment. Ich glaube, den habe ich noch hier irgendwo liegen. Oder auch nicht. Nee, ich glaube doch nicht. Ich hatte mir ja vom Action diesen Roller gekauft. Und ich muss sagen, der ist absoluter Mist, würde ich jetzt nicht ganz so behaupten, aber er ist nicht so gut, weil der klebt zwar schon, aber er tut nicht dann kleben, wenn er kleben soll, sondern man rollert und dann klebt das nicht und dann kommen so Fetzen raus und das war absoluter Mist, habe ich mich so geärgert damit und ja, deswegen, ich bleibe bei meinen Paradise oder Paradies-Fotokleberollern, wo ich jetzt schon die letzten Wochen gehypt habe und ja, da bin ich absoluter Fan von. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul gefallen. Falls ihr einen Rofo habt, schaut doch mal vorbei. Vielleicht findet ihr beim Teddy auch nochmal solche Sachen. Ich hoffe es, weil die füllen ja jetzt mittlerweile immer wieder nach, habe ich einen Eindruck. Jedes Mal, wenn ich komme, haben die anderen Kram davon. Und ja, so ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao!